Schon oft habe ich auf diesem Kanal über aktuelle Entwicklungen zum Talent 3 von Bombardier gesprochen. Mal waren es positive Entwicklungen, mal negative. Im letzten Jahr war dieser Zug auf jeden Fall sehr stark in den Medien. Heute möchte ich darüber sprechen, was zur unvorteilhaften Situation des Talent 3 geführt hat und wie es jetzt weitergeht, denn die Probleme dieses Zuges, die sind noch immer nicht gelöst. Wir beginnen ganz am Anfang. Am 27. Dezember 2016 schlossen die ÖBB mit Bombardier einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 300 Triebzügen des Typs Talent 3. Auftragsvolumen waren 1,8 Milliarden Euro, sollten alle 300 Züge aus diesem Auftrag abgerufen werden. Davon sind jeweils die Hälfte, also 150 Züge, 75 Meter lange Triebzüge und die andere Hälfte knapp 105 Meter lang. In erster Linie wurden mal die Züge für Vorarlberg abgerufen. Dies sind 21 Stück, wovon der erste Zug im Juli 2019 präsentiert wurde. Eigentlich sollten diese Züge aber bereits seit April 2019 auf der Schiene für die Fahrgäste unterwegs sein. Was ist da passiert? Grund für die Verzögerungen waren laut Bombardier Verzögerungen bei der Zulassung der Züge und da lagen die Probleme vor allem bei der Software, etwas womit Bombardier wirklich nicht gerade ein gutes Händchen hat, vor allem wenn man auch zum Beispiel an die IC2-Züge denkt. Seit Oktober 2019 sind alle dieser 21 Züge fertiggestellt. Sie sind an sich fertig. Sie haben nur bis zum heutigen Tag keine fertige Zulassung und können somit auch nicht im Fahrgastbetrieb unterwegs sein. Im Frühling 2020 zeigte man sich dann bei den ÖBB sehr zuversichtlich, nun in Kürze eine Bewilligung für den Betrieb dieser Züge bekommen zu können. Im Frühling 2020 zeigte man sich von Seiten der ÖBB zuversichtlich, dass die Züge nun bald in den Planbetrieb gehen können, wie ich damals auch berichtet habe. Im Sommer 2020 hingegen stattete man weiter Talent 1 Züge und alte Doppelstockwagen mit dem CityJet Design aus, um sie dann in Vorarlberg und Tirol, wo ebenfalls Talent 3 Züge bestellt, aber noch nicht ausgeliefert wurden, ein. Im Herbst 2020 wurde dann endlich eine befristete Betriebsbewilligung bis Ende Februar 2021 ausgestellt. Der erste Zug konnte in den Planbetrieb gehen. Mitte Dezember kam dann ein zweiter Talent 3 Zug hinzu und die Zeichen standen gut, dass man es nun endlich geschafft hatte. Anfang dieses Jahres leider die Ernüchterung, dem ist nicht so. Auch die beiden Züge, die bereits verkehrten, sind nun wieder eingestellt. Der Grund dafür? In den Auflagen für die Genehmigung heißt es, dass ein Gutachter den Testbetrieb der Züge begleiten muss. Diesen Gutachter hätte Bombardier bis 4. Jänner oder Januar dieses Jahres, also 2021, stellen müssen. Das hat man beim Unternehmen aber verabsäumt. So dürfen die Züge wieder nicht fahren und stehen wieder auf den Abstellgleisen. Und hier stehen wir nun, mehr als 1,5 Jahre nach der ursprünglich geplanten Zulassung des Zuges ist momentan kein einziger Zug unterwegs. Auch wenn alle Züge für das Bundesland Vorarlberg fertiggestellt sind, wie Bombardier doch sagt. Für die 25 Züge, die 2018 von Seiten der ÖBB für das Bundesland Tirol bestellt wurden, sieht es übrigens nicht sonderlich viel besser aus. Die Inbetriebnahme dieser war ursprünglich für August 2020 geplant, dann für Dezember letzten Jahres und seitdem ist nichts weiter passiert. Weil von Seiten Bombardiers allgemein sehr wenig passiert und vor allem zu wenig funktioniert, hat man sich von Seiten der ÖBB nun eine Alternative überlegt. Man schrieb Anfang Dezember einen Rahmenvertrag für bis zu 100 S-Bahn-Triebzüge aus, die, sollte der Bombardier Talent 3 bis Ende Februar diesen Jahres nicht zugelassen werden können, abgerufen werden sollen. Das Lieferziel für diese Ersatztriebzüge beträgt 12 Monate, wonach eigentlich nur Siemens mit dem Desiro Mainline, der ja bereits zu sehr, sehr vielen Zügen in den meisten Bundesländern Österreichs unterwegs ist, liefern kann.
Dann würden natürlich auch hohe Strafforderungen von Seiten der ÖBB an Bombardier zum Tragen kommen. Interessant dazu ist ja auch, dass Bombardier die Talent 3 Plattform und den zugehörigen Standort Hennigsdorf, an dem die Talent 3 Züge produziert werden, verkaufen wird. Das war nämlich eine Bedingung, damit Bombardier wie geplant von Alstom übernommen werden kann. Ansonsten wäre die Marktmacht dieser beiden Firmen zusammen zu hoch. Doch es stellt sich natürlich die Frage, wer will diese fehleranfällige Talent 3 Plattform, auf die am Ende sogar noch Strafzahlungen zukommen können, überhaupt haben? Nun, der größte Interessent diesbezüglich ist derzeit Stadler Rail. Die könnten tatsächlich den Produktionsstandort und eben die gesamte Plattform übernehmen. Aber nicht nur die ÖBB sind in der unglücklichen Lage, Talent 3 Triebzüge bestellt zu haben. Die Südtiroler Transportstrukturen STA bestellte 2019 7 sechsteilige Talent 3 Triebzüge für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Österreich. Weiters besteht eine Option auf 25 weitere Triebzüge. Zur Auslieferung dieser Züge kann man logischerweise noch nicht viel sagen, schließlich wurden sie erst 2019 bestellt. Auch der deutsche Betreiber Flex hat 21 dreiteilige Talent 3 Züge bestellt, die allerdings die Front des Talent 2 besitzen. Wieso dem so ist, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, vielleicht könnt ihr uns darüber in den Kommentaren aufklären. Eigentlich hätten diese Züge zu Fahrplanwechsel Ende 2019 unterwegs sein sollen, dann waren es aber zu wenige Garnituren, die fertiggestellt wurden, weshalb sich die Inbetriebnahme bis Anfang April 2020 hinauszögerte. Dann waren anfangs auch nur 2 der 21 Züge unterwegs. Mittlerweile fahren immerhin 15 der 21 Züge des Mainzer Verkehrsunternehmens. Die SWEG, die Südwestdeutsche Landesverkehrs AG, bestellte 21 Talent 3 Züge, die ebenfalls zumindest ein halbes Jahr zu spät in Betrieb genommen wurden. Noch sind aber auch hier nicht alle Fahrzeuge ausgeliefert. Zu guter Letzt hat auch Abellio 52 Talent 3 Triebzüge bestellt, aber auch hier sind die Lieferverzögerungen mittlerweile enorm. Bombardier hat noch nicht mal alle Talent 2 Triebzüge an Abellio ordnungsgemäß ausgeliefert. Wir sehen also leider, dass kein Bahnbetreiber, der einen Talent 3 bestellt hat, diesen auch zur eigentlich vereinbarten Zeit bekommen hat. Das könnte man schon fast als Drama bezeichnen. Der Fall der ÖBB ist aber wohl der gravierendste. Man scheint von Seiten Bombardiers nicht mal mehr das Interesse zu haben, diesen Gutachter fristgerecht auf die Strecke zu bringen, um den Probebetrieb weiter aufrechterhalten zu können. Wenn jemand hier zusieht, der bei Bombardier arbeitet und vielleicht auch einen Einblick in diese Entscheidungen hat, melde dich gerne bei mir, ich würde echt gerne verstehen, wieso das bei euch so funktioniert. Die ÖBB jedenfalls haben auf ihrer Fahrgast-Website mittlerweile alle Artikel rund um den Talent 3, die letztes Jahr noch verfügbar waren und diesen vollmundig ankündigten, entfernt. Und auch sonst findet sich auf dieser Website kein einziger Hinweis mehr, dass der Talent 3 für die ÖBB überhaupt existiert. Lediglich von Talent 1, der bereits seit Anfang der 2000er Jahre unterwegs ist, gibt es dort natürlich einige Informationen. Das spricht auf jeden Fall schon eine recht deutliche Sprache, auch wenn es natürlich immer noch möglich ist, dass es Bombardier dort schafft, die Talent 3 Züge fristgerecht, also bis Ende Februar, zuzulassen. Das hat man mir auch von Seiten der ÖBB nochmals bestätigt. Ende Februar wird dann wohl die Entscheidung fallen und um das nicht zu verpassen, abonniert doch gerne diesen Kanal. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das war's dann mit diesem Video für diese Woche. Danke fürs Zusehen und bis nächste Woche.